Willkommen hier auf meinem Kanal, Mr.1x4 spricht hier und wir befinden uns bei der Europameisterschaft jetzt in der Phase der K.O.-Runde. Und zwar natürlich beginnt man die K.O.-Runde mit Achtelfinale und da haben wir viele interessante Partien hier, kann ich schon mal rumswitchen. Und wer das Spiel Deutschland gegen Ungarn verfolgt hat, der weiß, Deutschland kann mit Glück wählen, dass sie im Achtelfinale gekommen sind. So, ich muss jetzt auch dazu sagen, das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich für eine K.O.-Phase ein Spiel tippen muss. Da weiß ich immer nicht so genau, wie das abläuft. Also klar, wenn es über 90 Minuten einen Sieger gibt, dann läuft es ja normal ab. Aber halt, wie das mit den Elfmeterschießen und Verlängerungen so aussieht, das kann ich nicht so wirklich tippen. Deswegen würde ich sagen, ich tippe einfach so normal wie sonst auch. Weil zum Beispiel, wenn es 1-1 nach 120 Minuten steht, dann 6-5 nach Elfmeterschießen für ich weiß nicht wen. Weil man kann nicht wirklich die richtige Elfmeterzahl tippen. Das ist nicht wirklich. Deswegen ist es da ein bisschen schwierig, aber ich versuche es trotzdem. Und zwar starten wir heute mit Wales gegen Dänemark. Und ich sage, das holen die Dänen sich mit Sicherheit ab. Haben sich trotz des Dramas um Eriksen hier weiter trotzdem gesteigert, sind mit 2 Niederlagen und einen Sieg durch die Gruppenphase überstanden und sind auf Platz 2 gewesen. War überzeugend, muss man sagen. Dann haben wir am Abend 21 Uhr in Italien gegen Österreich. Ja, das dürfen doch klar die Italiener machen. Dann Sonntag. Und übrigens, ich habe jetzt Ferien, ich habe ja gestern meinen Abschlusstag gehabt. Ich habe jetzt frei und kann die K.O.-Phase komplett verfolgen. Ich bin halt auch lange zu Hause, das heißt, es wird auch wieder ein bisschen mehr Videos geben als unter der Woche sonst halt. Niederlande, Tschechien dürfte wohl auch ganz klar sein. Ja, ich tippe mal nicht so hoch, ich sag mal knapp 2-1. Belgien, Portugal. Denken ja viele, ja, Portugal ist bestimmt stärker, die werden es machen. Aber ich sage nein. Ich sage Belgien wird es machen. Wenn auch knapp. Kroatien, Spanien. Dürfte wohl auch klar sein. Da sage ich immer 3-1 Spanien. Das sind übrigens jetzt die Montagpartien. Frankreich, Schweiz, ja. Auch klar. 3-1 Frankreich. England, Deutschland. Wie soll man da am besten tippen? Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine Differenz mit nur einem Tor geben als Ergebnis. Und ich stimme für Deutschland. Aber was klingt am besten? 1-0, 2-1, 3-2. Ich sage einfach 2-1. Ist mir zu hoch. Da ist mir da zu risikoreich, dass ich da zu hoch tippe, als wie gegen Portugal. Am letzten Samstag. Und dann haben wir Schweden gegen Ukraine. Ja. Dürfte wohl kein Problem für die Schweden sein. Oder sag ich mal zu 0. Sag ich mal tatsächlich zu 0. Hier seht ihr nochmal die Übersicht. Ich verdecke mal ganz kurz mein Computer. Ihr seht jetzt da hinten die Wand. Und meine rechte Hand hier. Damit ihr nicht seht hier, was ich da am Computer mache. Das ist nämlich privat und das will ich hier nicht zeigen. So. Haben wir alle Partien nochmal in der Übersicht. Mal gucken, wie es ausgeht. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Wenn es irgendwelche Highlights gibt, dann mache ich davon auch Videos. Also zum Beispiel von Deutschland-England-Spiel mal gucken. Müssen wir überlegen. Oder würde ich sagen, bin ich hier erstmal raus und viel Spaß heute noch in der laufenden EM und auch die nächsten Tage über. Bis dann!